Gestern hat es an der Wall Street doch ganz schön gerappelt. Heute ist man ein wenig entspannter. Man sagt sich, so sagt es zum Beispiel Goldman Sachs, ja eigentlich kein Grund zur Sorge, denn es wird so oder so nicht viel passieren. Stimmt diese Einschätzung von Goldman Sachs? Ja oder nein? Das versuche ich in diesem Video ein bisschen zu beleuchten. Natürlich im Vordergrund die Senatsnachwahl in Georgia. Hier nochmal die Kandidaten. John Ossoff von den Demokraten tritt an gegen David Perdue von den Republikanern und Warnock von den Demokraten gegen Loeffler von den Republikanern. Loeffler nicht besonders aufgefallen, bisher ja knapp über ein Jahr erst im Amt und nur dadurch ins Amt gekommen, hat also noch keine Wahl wirklich bestanden, weil ihr Vorgänger zurückgetreten ist und dann wurde sie vom Gouverneur von Georgia praktisch ernannt. Also das wird jetzt die entscheidende Frage sein, werden die Demokraten beide Sitze gewinnen, damit faktisch die Mehrheit haben, weil dann bei 50-50 Sitzverteilung Kamala Harris die Mehrheit bekommen wird. Schauen wir uns mal die neuesten Daten von Predicted an, dieser Wettplattform. Dann sehen wir so einen kleinen Switch. Jetzt sagen die Wettteilnehmer, zu 53% werden die Republikaner im Senat die Mehrheit behalten. Das ist ein Switch. Das war gestern 1,6% weniger, während die Demokraten nur zu 46,9% als Sieger für beide Posten hier gesehen werden. Ein Rückgang von 1,6%. Interessant ist, dass man sich sagte seitens der Wettteilnehmer hier, dass Perdue von den Republikanern sich knapp durchsetzen dürfte gegen Ossoff von den Demokraten, aber Warnock sich klar durchsetzen dürfte gegen Loeffler. Stimmt das? Wird das so passieren? Jedenfalls hat Raffensperger, dieser Staatssekretär in Georgia, mittlerweile der absolut beste Freund von Sid Donald nach diesem Telefonat und dessen Veröffentlichung vor allem, hat gesagt, naja, könnte sein, dass wir morgen früh schon Atlanta Ortszeit dann die Ergebnisse sehen. Die Wahllokale in Georgia schließen ja um 1 Uhr nachts deutscher Zeit. Also, dass wir dann so mittags, nachmittags vielleicht schon wissen, wer gewonnen hat. Kommt aber darauf an, sagt Raffensperger, wie knapp diese ganze Geschichte ist. Wie also hier die Situation sich darstellt. Über 3 Millionen haben schon Early Voting betrieben, haben also per Briefwahl abgestimmt. Das ist eher ein Vorteil für die Demokraten, die offenkundig hier wieder es schaffen, ihre Leute zu motivieren. Während bei den Trump-Anhängern die Frage ist, naja, da gibt es ja einerseits die Trump-Loyalen und auf der anderen Seite eben diejenigen, die sagen, wir anerkennen die Niederlage bei der US-Wahl am 3. November. Und da gibt es eben dann auch die Frontstellung insofern, als vielleicht der eine oder andere Republikaner oder Wähler und Trump-loyale Wähler sich sagen wird, naja, wenn jetzt beide republikanischen Kandidaten sich durchsetzen, dann hat ja faktisch nicht Trump gewonnen, sondern Mitch McConnell, eben jener Mitch McConnell, der ja inzwischen bei den Trump-Loyalen als Verräter gilt, weil er sagt, wir müssen diese Niederlage anerkennen. Da ist ja eben jetzt diese Frontstellung da und die Frage ist, wie motiviert sind die Trump-Loyalen, die Trump-fanatischen Wähler jetzt hier zu dieser Wahl zu gehen? Das wird das große Fragezeichen sein. Hier nochmal predicted mit diesem kleinen Spike nach unten, was die Chancen der Demokraten betrifft, hier nochmal visualisiert, und einen kleinen Spike nach oben, was die Chancen der Republikaner betrifft, die Mehrheit im Senat zu behalten. Aber Barclays etwa sagt, ja, entspannt euch doch mal, das ist vielleicht so der Tenor heute, schaut doch mal auf den Optionsmarkt, da ist wenig Stress, da ist wenig erkennbar, dass man sich da wirkliche Sorgen macht, denn selbst wenn jetzt die beiden Demokraten sich hier durchsetzen in Georgia, dann haben wir trotzdem einen Gridlock, also so eine Art parlamentarischen Stillstand, weil einfach die Mehrheitsverhältnisse so knapp sind und überhaupt ja die Situation sei, dass Joe Biden ja sehr viele moderate Demokraten, gemäßigte, mittige Demokraten an seiner Seite bisher nominiert hat, wie zum Beispiel Janet Yellen als Finanzministerin, von der man sich Wunderdinge erwartet seitens der Wall Street. Dabei ist sie nur Finanzministerin und nicht Fed-Chefin. Das wird vielleicht das eine oder andere Mal vergessen. Aber entscheidend ist für mich etwas anderes, was vielleicht so ein bisschen von den Aktienmärkten nicht beachtet wird. Wir hatten ja kürzlich die Abstimmung, wer die Führung der Demokraten im US-Abgeordnetenhaus haben wird. Und da hat sich sehr, sehr knapp Nancy Pelosi erneut durchgesetzt. Wie hat sie sich durchgesetzt? Sie hat sich deshalb durchgesetzt, weil die sogenannten Progressiven um Ocasio-Cortez, diese doch sehr linke
Demokratin eben Nancy Pelosi unterstützt hat und ihr dementsprechend diesen Sieg erst ermöglicht hat. Sonst wäre Pelosi jetzt weg vom Fenster. Nun ist Pelosi relativ nahe politisch an Joe Biden und das ist in der Politik wie im wahren Leben, eine Hand wäscht die andere. Wenn also jetzt Pelosi diesen Sieg verdankt eben den Linken, dann muss da eine Kompensationsleistung her, dann muss man Linke ins Kabinett nehmen, sonst sind die völlig frustriert und werden sagen, also das war's für uns hier, wir machen hier nicht mehr mit und das wäre eine Schwächung der Wählerbasis der US-Demokraten. Das wird man nicht riskieren wollen. Also ist vielleicht die Auffassung der Wall Street, dass das durch moderate Demokraten dann alles besetzt wird, ein bisschen, naja, zu hinterfragen, weil da einfach Loyalitätsverhältnisse jetzt entstanden sind, die möglicherweise dann eine Elizabeth Warren an eine entscheidende Stelle bringen, auch ja eine sehr linke Demokratin, die durchaus der Wall Street nicht genehm wäre. Wir werden sehen. Kommen wir aber zu The Donald, der heute wieder Großartiges getwittert hat. Ich bin hellauf begeistert über diese Dialektik, die dieser US-Präsident, der Scheidende, jetzt noch hat. Er hat getwittert, the Vice President, damit meint er Mike Pence, has the power to reject fraudulently chosen electors. Also der Vizepräsident Mike Pence könnte also bestimmte Stimmen nicht anerkennen. Hups, das ist eine Neuerung von Donald Trump in der Verfassung. In irgendeiner Konstitution der USA ist das eben nicht vorgesehen, wie hier jemand darauf hinweist, wie hier praktisch alle Rechtsgelehrten in den USA sagen, Pence has the power to open envelopes, also der kann die Umschläge öffnen und darf die Zahlen vorlesen. That's it, das war's. Viel mehr ist nicht drin. Trump hat dann heute noch per Twitter angekündigt, dass sowohl Löffler als Perdue jetzt an seiner Seite sind, also auch das Wahlergebnis anfechten wollen. Löffler hat sich vorher geäußert, Perdue hat sich noch gar nicht selbst direkt geäußert, der ist in Quarantäne, das hat dann Trump für ihn gemacht. Also die sehen jetzt ihre einzige Chance darin, dass sie sich den Trump-Lager zählen lassen und nicht eben dem Lager von Mitch McConnell. Und das bringt so diese ganze Geschichte wieder in den Fokus, denn faktisch wäre der Sieger, wenn beide sich hier durchsetzen, Mitch McConnell und eigentlich nicht Donald Trump. Trump wäre vor allem der Verlierer dann, wenn die Demokraten sich durchsetzen, dann hätte seine ganze Argumentation, dass die Wahlen ja ein einziger Fraud waren, eine schwere Schlagseite erhalten. Wir werden sehen. Trump jedenfalls will morgen ja teilnehmen an diesem Marsch in Washington von Trump-Anhängern. Heute wurde schon der Chef der Proud Boys verhaftet mal. Also das könnte morgen dann ziemlich turbulent zugehen. Das wird wirklich interessant sein zu beobachten, was da passiert, was da auf uns zukommen wird. Und wenn wir uns jetzt mal von dem politischen Geschehen lösen, das derzeit im Vordergrund steht für die Märkte, heute wichtig war der ISM-Index für Gewerbe, sehr, sehr stark, 60,7, das ist der beste Wert seit langer Zeit, fehlt nur noch wenig und dann hätten wir den besten Wert seit dem Jahr 2004 gesehen. Was war der Grund für diesen starken Wert? Weniger eigentlich die neuen Aufträge, weniger die Komponente Beschäftigung, sondern vielmehr die Preise sind sehr, sehr stark angezogen. Das hat den Index mit nach oben gebracht und insgesamt muss man sagen, wenn wir uns mal die Historie anschauen, wenn der ISM-Index, Einkaufsmanager-Index, wenn der über 60 steht, dann war das für die Aktienmärkte in der Regel ein sehr, sehr schlechtes Signal, wie hier Jeroen Blokland darauf hinweist. Historisch ein ISM-Index über 60 war stets gefolgt von negativen Equity Results, also von schlechter Aktienentwicklung. Warum könnte das so sein? Naja, weil vielleicht ein Hochpunkt hier erreicht ist, der dann ein bisschen sich wieder zurückbildet. Ohnehin natürlich Gewerbe, Industrie deutlich besser dran, auch in den USA, in Europa sowieso, als die Dienstleister. In den USA gibt es ja partielle Lockdowns in Großstädten wie New York, Los Angeles, also den wichtigsten Wirtschaftszentren des Landes. Insgesamt, wie hier Liz N. Sonders zeigt, die Finanzkonditionen so locker wie noch nie. Da fließen auch die Aktienbewertungen mit ein, Kreditvergabe etc. Also wir haben jetzt die laxesten Finanzkonditionen ever. Heute hat sich Mester von der Fed geäußert, möglicherweise die nächste Fed-Chefin. Die ist so ein bisschen im Gespräch als Nachfolgerin für Jerome Powell, der ja dann Anfang 22 abtritt und wahrscheinlich abtreten muss, weil Biden ihn nicht verlängert. Wir werden sehen. Jedenfalls hat die gesagt, ja, wir müssen eben weiter unterstützen, denn die Wirtschaftsentwicklung ist schwach. Naja, wir sehen hier die Finanzkonditionen, wir haben den ISM gesehen. Muss die Fed da wirklich noch weiter so reinstapfen sozusagen? Das ist die große Frage.
Aber was machen eigentlich die Insider? Da sehen wir, dass weiterhin die Insider absolut auf der Verkäuferseite stehen, vor allem was den Tech-Sektor betrifft. Und da haben wir ein großes Übergewicht, gerade von Insidern, die ihre eigenen Aktien verkauft haben. Insider sind ja Manager einer Firma, hochrangige Manager einer Firma, während aus dem Industriesektor eben auch dazugekauft wurde. Die ISM-Zahlen scheinen das so ein bisschen zu bestätigen. Da hat man also den Riecher, ja, für die Industrie geht es nach oben, für Tech. Und das wird die große Frage sein. Aber insgesamt sehen wir halt null Euphorie bei den Insidern. Anders als bei den Investoren, die ja absolut euphorisch sind. Und die Insider haben vielleicht hier im Schlichtweg eine solche Grafik im Blick, zumindest bei ihrem eigenen Unternehmen, die den Unterschied zwischen den Aktienkursen und den Gap Earnings, also den Gewinnen nach Gap Bilanzierungsmethode mal darstellen. Die Gap Earnings gehen deutlich nach unten. Der S&P 500 geht senkrecht nach oben. Da ist vielleicht ein sogenanntes Mismatch der Fall. Aber wie auch immer, wir sehen, dass der Dollar derzeit stark geschortet wird. Was würde passieren, wenn die Demokraten morgen oder heute die Geschichte in Georgia gewinnen? Wäre wahrscheinlich Dollar negativ, wird man vermuten. Jedenfalls sehen wir, dass Asset Manager, Leverage Funds, Non-Commercial Investoren, sie alle sind ziemlich dick auf der Short-Seite unterwegs beim US-Dollar. Der Dollar ist so stark geschortet wie seit Jahren nicht mehr. Der Weg des größten Schmerzes wäre also eine starke Dollarerholung. Das würde auch die Aktienmärkte wahrscheinlich nicht so furchtbar erfreuen. Und dieser schwache Dollar und die Nullzinspolitik und die extrem laxen Finanzkonditionen haben dazu geführt, wie Howard Marks hier bemerkt, dass die Kapitalmärkte eben den Unternehmen haben, sich zumindest zu minimalen Konditionen, zu minimalen Zinsen eben Schulden aufzunehmen. Die sind jetzt vollgesogen mit Schulden, aber wenn jetzt die Rückkehr zur Profitabilität für viele Unternehmen nicht gelingt, und wir haben heute gesehen, dass die Zahl der Bankrotte im Jahr 2020 so hoch ist wie seit Jahren nicht mehr. Also wenn viele das nicht schaffen werden, dann werden auch viele Gläubiger dieser Schulden auf der Strecke bleiben. Kommen wir noch zu Europa, kommen wir zur Situation hier. Sie haben ja sicherlich gehört, bis 31. Januar Lockdown in Deutschland, in Gebieten mit Inzidenz über 200, sogar Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer. Marcel Fratscher, eine Figur, die, würde sie nicht existieren, erfunden werden müsste, so genial ist dieser Mann, der sagt, 2/3 des Einzelhandels in Innenstädten sieht sich in ihrer Existenz bedroht. Die Erwartungshaltung, der Staat könnte alle Unternehmen retten, ist falsch und gefährlich. Eine Welle von Unternehmensinsolvenzen wird bittere Realität sein. Genau das wird kommen. Das wird sozusagen erst im Jahr 2021 kommen. Da hatte der Marcel ausnahmsweise mal ein bisschen recht. Wir haben dann die Situation oder heute die Meldung, dass Frau Acevedo aus Porto in Portugal 2 Tage nach Einnahme des Corona-Impfstoffs plötzlich verstorben ist. Völlig unklar, warum. Sie hatte vorher keinerlei Probleme, ist dann vom Tisch aufgestanden, hat sich ins Bett gelegt und war dann tot. Jetzt die Untersuchung läuft. Was ist da passiert? Das ist vielleicht ein Thema, das eben noch wichtig werden kann. Deswegen bringe ich es, dass möglicherweise doch hier Nebenwirkungen schwerer Natur der Fall sind, die jetzt mit zunehmenden Impfungen eben rauskommen. Das wäre natürlich für die Märkte nicht gerade das beste Szenario, wenn sich das öfter wiederholen würde, wenn also mehr Menschen versterben, das würde die Impfwilligkeit deutlich senken. Und wir sehen das jetzt in Großbritannien, trotz der vorherigen Tier 4 Einschränkungen, also praktisch auch Lockdown, der fast für die Hälfte der Bevölkerung schon vorher gegolten hat, bevor Boris Johnson ja gestern den Lockdown auf das ganze Land ausgeweitet hat, dass wir jetzt über 60.000 neue Corona-Infizierungen sehen am heutigen Tag. Das ist der höchste Wert. Und das, wie gesagt, obwohl ja schon weite Teile des Landes, die wichtigsten mit London etc., lange in einem Lockdown sind, spricht für die starke Infektiosität des mutierten Virus. Und abschließend möchte ich noch auf meinen Artikel, den ich heute Morgen im Videoausblick angekündigt hatte, hinweisen. Bitcoin, die erste digitale Religion im 21. Jahrhundert, und ihre Gläubigen. Schauen Sie da auf die Seite von finanzmarktwelt.de. Ich packe vielleicht auch den Link unter das YouTube-Video. Da versuche ich darzustellen, warum Bitcoin eine digitale Religion ist, was da wirklich
so ein bisschen an die Religionen oder ein bisschen stärker an die Religionen erinnert. Und ich bitte mal davon abzusehen, von Kommentaren, die sagen, Fugmann, du hast doch keine Ahnung. Ich möchte, dass die Leute einmal versuchen, direkt am Text mir Gegenargumente zu bringen. Ich bin gerne bereit, dazu zu lernen. Diese Argumentation, die immer wieder kommt, du hast doch keine Ahnung von Bitcoin, die ist ein bisschen, geistig bescheiden, würde ich sagen. Das ist so, als würde man jemand fragen, glaubst du an den Weihnachtsmann? Und wenn derjenige sagt, dann nein, dann zu antworten, du hast doch keine Ahnung vom Weihnachtsmann, ist jetzt nicht wirklich zielführend in jeder Hinsicht. Also einfach bitte mal Kommentare direkt am Text, den Text auch lesen und nicht von vornherein eben sagen, ja, alle, die es anders sehen, die haben überhaupt keine Ahnung. Das ist keine Diskussionskultur, die uns weiterbringt. Ich würde gerne diskutieren, würde gerne weiterlernen. Das würde mich jedenfalls freuen. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich bin gespannt, wie morgen in Georgia die Geschichte ausgeht und entlasse Sie jetzt in einen wohlverdienten Feierabend und sage Servus und Ciao.